Здравствуйте, меня зовут Александр Горбунов. Hallo, mein Name ist Alexander Gorbunov und heute zeige ich Ihnen ein komfortables Apartmentgebäude, das sich nur 5 Kilometer von der Moskauer Ringstraße entlang der Novoja-Sansuja-Schosse entfernt befindet. Nicht weit von schön sauberen Seen und nur eine kurze Fahrt von der U-Bahn-Station Kotelniki entfernt. Es gibt auch ein neues Badehaus auf dem Gelände. Adresse des Hauses, Region Moskau. Stadtteil Jubatsi, Siedlung Streamlet. Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Wohngebäude mit einer Fläche von 110 Quadratmetern, das 2014 erbaut wurde. Das Material der Wände des Hauses sind Gas-Silikatblöcke und Penoplexisolierung. Innen und außen sind die Wände verputzt und gestrichen. Die Fußbodenheizung ist im gesamten ersten Stock verteilt und funktioniert. Das Dach ist ein Metallziegel. Doppelverglasung, Rehau. Das Haus besteht aus zwei getrennten Abschnitten mit einem gemeinsamen Hof und angrenzendem Gebiet. Im ersten Abschnitt befinden sich im ersten Stock eine Eingangshalle, ein Badezimmer, ein Ofen, eine Küche, ein Esszimmer, ein Wohnzimmer und im zweiten Stock ein Schlafzimmer und ein Ankleidezimmer. Im zweiten Abschnitt im Erdgeschoss gibt es eine große Eingangshalle, Küche, Bad und im zweiten Stock gibt es ein Ankleidezimmer und ein weiteres Schlafzimmer. Landfläche 4,2 Hektar mit Landschaftsfläche. Das Haus ist mit einem Metallzaun mit Schiebetoren eingezäunt. Der Bereich vor und um das Haus ist mit Pflastersteinen ausgekleidet. Es gibt mehrere Obstbäume und Gartenpflanzen. Neben dem Haus auf dem Gelände gibt es ein neues zweistöckiges Bad mit einer Fläche von 80 Quadratmetern. Das Blockhaus steht seit mehr als 2 Jahren. Die Räume sind dekorationsbereit. Im zweiten Stock im Badehaus befinden sich 2 weitere Schlafzimmer. Kommunikation, Strom, Wasser aus dem Brunnen, Abwasser, Klärgrube, Topas, Heizung, Kessel, Protherm mit Dieselkraftstoff. Der Kessel kann auch mit Gas betrieben werden, einfach den Brenner wechseln. Das Niveau des zellularen und mobilen Internets ist ausgezeichnet. Eine neue Asphaltstraße führt von der Autobahn Novoja-Sansuja ins Dorf. In der Nähe des Dorfes befindet sich ein großer Tomilinski-Waldpark. Nur 500 Meter vom Haus entfernt befinden sich die Kotelnichische Seen. Diese klaren blauen Gewässer sind ehemalige Sandgruben. Im Gegensatz zu Teichen blüht das Wasser hier nicht. Die Ufer und der Eingang zum Wasser sind sandig. In der Nähe befindet sich die gesamte städtische Infrastruktur der Stadt Ljubatsi. Ganz in der Nähe der Megaramal, Megabelaja-Dacha, sowie der Geschäfte, Metro, Leroy Merlin und anderer. Transport. Nur 7 Gehminuten vom Haus entfernt befindet sich eine Bushaltestelle, Gwerry. Von hier aus fahren alle 5 Minuten Minibusse zur U-Bahn-Station, Kotelniki. Das Haus, das Badehaus und das Grundstück befinden sich in Privatbesitz. Verschieben Sie Ihr Leben nicht für morgen, rufen Sie mich noch heute an und ich werde Ihnen dieses Haus gerne zeigen.